So, wir machen weiter mit The Evil Within. Wir haben heute Halloween. Sag mal hallo. Hallo. Ich glaube, man hört dich. Mit dem Mikro besser. So. Ein Zeiger hier auf 0. Aber man sieht das Spiel nicht. Warum sieht man das Spiel nicht? Ah, ich hab das Ding gelöscht. Evil. Okay. So, letztes Mal habe ich ja da, oder haben wir ja in diesem komischen Waldgedöns da aufgehört. Mit diesem, was war das? War das ein Dorf oder was? Ich weiß es nicht mehr. War, ja. Mit dem scheiß Segen, Ketten, ach ja, genau. Nee, danach ich, noch. Nee, wir haben den Kettensägen-Typen da gemacht, beziehungsweise probiert und ich habe ihn danach noch gemacht, weil ich wollte was ausprobieren. Ich habe ein bisschen noch rumgespielt, weil ich dachte, das kann irgendwie nicht sein. Und dann habe ich da so rumgeflaxt und dann ist er tot. Also habe ich leider nicht aufgenommen. Ja, ich habe ihn eigentlich, ich habe wirklich alles draufgeballert, was ich hatte. Und man sieht, ich habe die Balken jetzt endlich weg. Diese komischen 16:9 Dinger da. Und rennen kann der Typ immer noch nicht. Wie war nochmal rennen? Oh, schlagen. Oh, ich habe alles vergessen. Ey. Ah, hier. Und ich muss auch so einen Kameramod installieren. Das habe ich vergessen. Alle? Und nur Belohnung. Geil. Und dann kann man die Kamera noch ein bisschen weiter raus zoomen, weil das geht mir immer noch ein bisschen auf den Sack. Aber so ist schon mal, ich würde mal sagen, fast 50% mehr Bild gefühlt, oder? Ein bisschen mehr. Man sieht definitiv mehr, ja. So, jetzt habe ich in der Zahnung dieser alten abgenutzten Kettensäge kleben verschiedenste Überreste. Geil, das ist wichtig. So, auf jeden Fall, hier liegt er irgendwo, glaube ich. Ne, das ist die Ziege. Okay, den sieht man nicht mehr. Achso, ja, ich habe ihm alles eigentlich an Muni fast draufgeballert und ich habe den halt hier komplett durch die ganzen Häuser durchgelockt. Man sieht, hier sind auch immer die Türen auf und hier sind ja die Fallen so. Und ich habe den dann zum Beispiel hier rein, dann das Ding gezogen, dann kamen die Stacheln da raus, dachte ich, wäre tot, war er nicht tot. Dann habe ich das Ganze nochmal gemacht, war auch noch nicht tot. Und irgendwann ist er dann durch das andere Haus gelaufen, da kommen so, so Stacheln von oben. Na, warum komme ich mit der Maus hier nicht rüber gerade? So. Kann ja auch den komischen Chat lesen hier. Ja. Und auf jeden Fall war er dann irgendwann hinüber. Und jetzt haben wir die Säge und können hier endlich weiter. Und ich glaube, ich werde das Ganze ein bisschen mehr im Stealth-Modus spielen. Weil sonst kriegen wir mal, glaube ich, auf der Fresse, glaube ich. Im was Modus? Im Schleichen. Okay. Im was? So. Wäre auch meine erste Idee, die Kette mit einer Kettensäge durchzuschneiden. Deswegen heißt sie Kettensäge. Weil man damit Ketten schneidet. Krass. Warum nehmen die immer alle für Bäume, wenn man damit eigentlich Ketten sägt? Verstehe ich nicht. So. Guck mal, der lebt ja noch. Wo war der denn jetzt die ganze Zeit? Das ist doch der, der da rein rausgelaufen ist und meinte, komm hier, ich lenk die ab. Ja, ja, genau, der die ablenken wollte. Ich dachte, der wäre weg. Guck mal, das wäre Kapitel 3 gewesen, alles klar. Ich muss mal, kann ich hier nicht raustappen? Also, okay. Next. Was mit Kopfschützen, Streichern und Schleichangriffen? Spaß und Munition. Okay. Kopfschütze ist klar. Streichhölzer, wie gesagt, das habe ich noch nicht ganz gesagt. Ja, vielleicht, wenn die da liegen, dass du den anzündest, wie du das bei den einen gemacht hast, wo du dich reingeschlichen hast. Ja, aber da hingen ja auch teilweise welche. Habe ich da nicht einen angezündet, der von der Decke hing? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, da lagen zwei und an den einen konntest du dich ranschleichen, den konntest du anzünden, der andere ist dann aber aufgestanden. Ja, das ist klar. Just ahead is the hospice my brother runs. He'll take us in. That didn't answer my question. I honestly don't know. For all I know, I'm losing my mind and you're just a delusion. But I'd like to think I still have a shred of dignity and an obligation to protect my patient. As an officer of the law, you should too. I hope his brother's not a jerk. Wurde gerade rangesucht? An das Haus hier, oder was? Ja, sieht so aus. Jetzt hier gucken. Immer erst da gucken. Vergessen Sie mich. Oh, bitte keine Begleitmission. Ich hasse Begleitmission. Hat sich was bewegt. Dann verreckt. Ich dachte, ich wäre safe hier. Ach du Scheiße. Oh, tschüss. Der sieht jetzt nicht so sympathisch aus. Komm, Digga. Hat
der eine Glasscherbe im Gesicht? Eine? Oder ist das ein... Ach, der hat mehrere, ne? Ich bin weg. Ich bin weg. Achso, warte mal. Ah, weißt du, was ich gesehen habe? Nee, fuck. Wie ging das? Oh, guck mal. Hä? Wieder. Der ist doch gerade aus dem Nix erschienen, oder? Und da hinten kommt der andere. Ja. Ich habe nämlich gesehen, beziehungsweise hat mir das einer gesagt, ich kann nämlich die Pfeile craften. Also. Was war craften? Herstellen. Schlecht. Haha. Soll ich den anzünden jetzt, ja? Komm, Fackeln ab. In den Sack. Ein Schuss hat genügt. Okay. Doch nicht. Die Hälfte der Birne fehlt zwar, aber... Das ist doch nicht dein Ernst. Gott. Jetzt tot? Nee. Nee. Also der Schädel ist jetzt ab. Guck mal die Kopfstücke, die da rumfliegen. So, jetzt ist fertig hier. Hey, Yama, einen wunderschönen guten Abend. Wo war ich jetzt gerade? Ach, hier, genau. Ich wollte gerade hier gucken. Guck mal, da steht nämlich rechts, das habe ich gar nicht gesehen letztes Mal in der Hektik. Du kannst nämlich die Bolzen herstellen. Ah, okay. Da kann ich nämlich jetzt, weil, guck mal, wir haben 22 Teile. Das heißt, wir können... Okay, wir können immer nur zwei Stück herstellen. Wisst ihr, jetzt habe ich zwei Reserve, zwei maximal. Das ist ja ein bisschen wenig, aber okay. Ja gut, das kannst du ja bestimmt mit diesem komischen Schleim dann auch noch. Naja, das kann man bestimmt. Oder? Ja. Das ist das Menü auf reindrücken, also auf dem rechten Stick zum reindrücken. Das ist ein bisschen strange, aber okay. So. Kiste. Falle. Nein. Hä? War das nicht A loslassen einfach? Schon, oder? Glaube. Eigentlich schon, bin ich mir ziemlich sicher. Ich werde es in der nächsten Kiste testen. Hast du noch Spritzen? Ja, ich glaube. Warte mal. So. Rin. In die Blutbahn. Aber die Dings, warte mal, ich muss den Revolver ausrüsten. Da habe ich auch noch. Eigentlich sind wir die waffentechnisch jetzt echt gut am Start hier. Ja? Ja, guck mal, wir haben jetzt die Knarre. Ja, 13 Schuss damit. Das Ding ist leer. Da haben wir Bolzen mit, die können wir noch herstellen. Wieso haben wir eigentlich nur einen? Nur einen was? Ein Bolzen. Guck mal, jetzt kann ich wieder welche herstellen. Ah! Vielleicht wegen. Hast du schon. Ein Magazin, zwei Reserve, maximal zwei. Was bedeutet maximal? Also maximale Reserve sind zwei und einer ist im Lauf sozusagen jetzt. Mhm. Guck mal, da ist. 6 Magazin, 7 Reserve. Also maximal bezieht sich immer auf die Reserve wahrscheinlich. Würde ich mal behaupten. Würde ich auch behaupten. Okay. Klingt zumindest erstmal so, ne? Bisschen umständlich erklärt, aber okay. Okay. Das Haus ist clear. Ah, fuck, waren da noch Kisten? Wie war Waffe wegstecken? Hier. Die Dinger kann ich. Fast kaputt treten. Die muss ich unbedingt, da muss ich unbedingt dran denken. Und ich habe gesagt, ich will langsamer spielen. Muss ducken. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich. Sind nicht so die üblichen, nochmal, Bediendinger so. Naja, normalerweise ist so, was ist das? Durchzwängen. Will ich das? Geht er weiter, oder? Achso. Normalerweise ist Ducken immer so auf Stick reindrücken meistens. Hier war Ducken. Ah, hier, auf dem RB-Trigger. Gehirn. Tricksflasche. Sie haben noch mal. Okay. Irgendeiner ist tot. Wundert mich nicht hier in der Umgebung. Ich will immer mit dem Stick rennen. Weißt du, in jedem normalen Spiel ist es so, wenn du den einen linken Stick, mit dem du läufst, reindrückst, rennt der Mensch. Hier ist es oben halt, der Button. Oh, es wäre geil, wenn da mal einer drin hockt auf einmal. Oder halt zum Kopf drin. Ich müsste auch mal so ein Spiel machen. Ich hätte da, glaube ich, viel Fantasie für. War ich da in einem? What's wrong with this kid? Bring ihn erstmal da hin. Das ist was. Der Typ immer. Hast du denn gehört gerade wieder? Vergessen Sie mich nicht. Yeah.
Er rennt ihm hinterher und schreit, ich soll ihm bloß nicht zurücklassen. Das würde ich so ähnlich machen. Der hat sich eben verpisst. He's gone down there. Im Keller? Ja. Diesen. Warte mal. Ich glaube, ich mach mal diesen. Nein! Es gab eine Option. Ich weiß auch nicht, ob das das Headset ist. Das war nämlich letztens auch schon. Da haben wir was aufgenommen. Und da war das irgendwie zwischendurch wie so, keine Ahnung, es waren dann irgendwie voll die komischen Störgeräusche dazu, dazwischen. Ah, ein bisschen Filmgrain rein. Guck das hoch hier. So. Ah, so ist okay. So, dann machen wir weiter. Leslie. Oh. Dr. Jimenez is here. Settle down. Wait, Doc. I think something's coming. Something here. Settle down. Whoa. Oh God. What the fuck? Der hat mich jetzt echt umgebracht, oder was? Ach, wie schön. Also. Okay, da kommt ein unsichtbarer Gegner, ja? Die Frage, wird er an dem Punkt sichtbar oder generell erst, wenn er kurz vor dir steht? Das verstehe ich jetzt auch nicht, also... Moment. Oh, nee. Leslie. Oh, nee. So, da ist auf jeden Fall der Typ, den wir suchen. Wait, Doc. I think something's coming. Der ist echt unsichtbar. Okay, der wird also auch erst sichtbar, wenn er kurz vor dir ist, oder? Ist das richtig so, oder ist das ein Fehler? Okay, ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist. Alter Schwede. I think that's unlikely. I can't get out. We must be going this way. Unsichtbare Gegner, das ist ja mal richtig assi, ey. So, abfackeln die Sau. Guck mal, 5000 hier. Glibberzeug haben wir schon wieder. Losing our minds. Losing our minds. Losing our minds. Losing our minds. Jetzt? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran das liegt. No. Is you? Ah! Leslie, who the hell are you? No. Don't follow. Siehst du das? Guck mal. Der Balken geht immer hoch, obwohl keiner... Also jetzt rede ich, aber sonst geht es zwischendurch immer hoch. Okay. Es tut mir echt leid, ich weiß nicht, woran das liegt. Das hatte ich letztens... Ja, das hatte ich letztens mal halt auch schon. Wow. Suppe. Blutlache. Mhm. What is going on here? Das war echt ziemlich eklig. Bisschen. Ach so. Oh.
Da kann ich ja wieder wahrscheinlich nicht drunter her, würde ich mal sagen, auch wenn es eigentlich gehen müsste. Oder ist ein Schalter? Was ist da? Schalter. Ah jo. Da lag was auf dem Boden, ne? Was? Ah ja. Mal die Lampe rauskramen wieder. Ich würde eigentlich gern da lang, aber ich glaube, das geht nicht. Wo habe ich das Mikrofon gekauft? Ich glaube, bei Amazon. Ich glaube, da muss ich mal hinschreiben oder das zurückschicken, weil das war jetzt schon 2-3 Mal. Okay. Die letzten Tage. Ich habe gedacht, es liegt an den Batterien irgendwie. Deswegen hatte ich den mal Hab ich. Ich habe jetzt den Schalter gedrückt, damit da einer rausfällt, oder was? Nice. Achso, ich hätte da gar. Hä? Ich hätte da gar nicht hochgemusst? Mein Knie eingeschlagen. Ah, geil. So, sehe ich das scheiß Mikro wieder nicht. Warte. Hab ich noch eine Spritze? Ich glaube nicht, oder? Doch. So, da ist wieder so ein Ding hin. Das schaffen. Oh nee. Oh, super. Was soll die Scheiße denn? Ja klar, der kletterte da rüber. Zwei so dicke. Oh, der hätte ich abfackeln sollen. Oh, zwei Schuss. Ich höre klettern. Ja klar. Ach doch. Wow, shit, das war dumm. Warte mal, wenn ich mich ducke. Ich müsste da drunter herkommen. Also wenn das nicht. Okay. So, da ist ein Muni, da ist ein Schalter gewesen. Shotgun habe ich einen Schuss. Komm, 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 komm. Och geil, ich kenne da sogar, ne? Ja, wirklich, ey. Wow. So, Knarre habe ich noch was genommen. War das? Keine Ahnung. Nein! Ich hab noch, diese hier. Geil! Recke! Oh, der war gut. Lauf, spring! Tu was! Er hat wieder keine Ausdauer, ich geh kaputt, nein. Ey. Jetzt komm. Das ist so ein Spaß, ne? Ja, jetzt geht er da nicht rüber. Er kann da nicht rüber. Willst du mich verarschen, oder was? Jetzt geh da rüber. Da musst du über so einen blöden Sack laufen, weil er die Stufe nicht schafft. Hast du das gesehen? Mhm. Das ist echt, die Steuerung in dem Spiel ist echt... Also, was heißt die Steuerung? Aber das Movement und so, das ist echt katastrophal. Das gefällt mir echt überhaupt nicht. Out of ammo. Ah, ist wieder leer. Leer. Der hat nur geblitzt, Dings, oder was?
Hui! Okay, die ist ein paar Meter geflogen. Hab ich nur noch Blitzdinger? Kann ich denn das wechseln? Da verreckt doch keiner dran. Weil kann ich die dann anzünden, wenn sie irgendwie Streichhölzer? Ich muss Rennen festhalten, da kennt er da drüber oder was. Cool, ich hab nichts mehr. Da hinten lag aber Munition, glaube ich. Habe ich nicht mitgenommen, kann das sein? Doch, habe ich. Was macht der Schalter hier? Hat da irgendwer von denen den Schalter gedrückt? Wie geht denn sowas? Aber genau das Geräusch kam ja eben. Komm noch den Dicken. Bleib schön da stehen, Dicker. Warte, ich lauf da gerade rein. Oh, das war's, ey. Holy shit. Nein. Ich hab die Bombe vergessen. Hab ich gehört. Oh Gott. Okay, also, wenn ich renne, okay, dann kann der doch da drauf klettern. Ich wollte gerade sagen, ey. Das ist für ein Movement-Krüppel sonst. So, ich habe schon wieder nichts an Munition. Wie kann ich denn das wechseln? Mit X. Guck mal, da war ein Pfeil, ne? Wo? Da, steckt da oben drin. Geil. Maja, und auf dem anderen Ding gerade eben auch. Hast du den genommen? Den habe ich mitgenommen. Okay. Ne, da bin ich ja hochgeklettert. So, warte mal. Die Sau hier, einfach nur, weil ich's kann. Eck. Vielleicht droppt da ja noch was. Leichenschacht, ey. So. Probier jetzt mal was. Ist zwar wahrscheinlich Munitionsverschwendung, aber ich würde gern safe da die Kiste holen. Hier nix. War klar, dass das nicht geht. Ich möchte gern da dran eigentlich. Aber du kannst dich doch ducken und ranschleichen, ne? War das so? Ja, aber wenn ich es nicht. Wenn ich's. Nee. Nee. Und dann im passenden Moment das. Ja, Knöpfchen genau. Im passenden Moment das. Genau. Tritt die Tür ein. Du hast keine Muni, Junge. Aber mach mal einen auf Rambo. Jetzt könnte ich es machen. Jetzt habe ich einen Kontrollpunkt. Nein. Mach auf. Jetzt hole ich mir das Ding. Ich möchte die ganze Scheiße nicht normal machen, weißt du? Ja, kann ich verstehen. So. Außer das A, ne? Siehst du? Genau das meine ich. Genau das meine ich. Da fliegt aber auch alles weg. Kopf und Beine, ne? Ja, ich glaube, mein Körper hat es zerteilt. Okay. Gut, dass ich erst den Checkpoint geholt habe. So, ich glaube, Audio geht jetzt endlich, oder? Das ist echt strange. Ich schicke das Ding irgendwie mal zurück, glaube ich. Lass doch die Tür auf, ich muss da noch was holen. Muss auch nicht stealth-mäßig spielen hier? Ganz knapp. Okay. Ja, weißt du, wenn da so 50 Viecher auf einmal kommen, weil diese Munitionsknappheit hier in dem Spiel. Plus das komische Movement von dem Jungen. Da liegt schon wieder einer. Hier kommt schon noch einer raus. Jee, hast du das gehört? Mhm. Ein bisschen lauter machen. So. Super Geräusch. Mhm. Der Arzt, der da liegt? Ich weiß auch nicht. Könnte auch dieser Leslie sein oder so. Oder noch irgendein anderer Metzger. Kann man die Ecken checken? Hier geht's doch nicht weiter, ne? Oh Gott. Fick dich, ey. Ja, super. Ist klar. Weißt du, wie viel Muni hab oder was? Shit. Wow. Okay, fuck, da rein. Okay, gar nicht drum, die kümmern. Licht bitte. Nein. Lauf, Junge, lauf. Kann ich die abfacken unterwegs? Mitnehmen, Gehirn. So viel Zeit muss sein. Da geht's runter. Oh, die Alte kommt. Die Alte kommt. Geh da runter. Hey, was macht der? Erstmal eine Vollbremsung hinlegen, weißt du? Okay, die knuspert da an allen, rum, die da rumliegen. Okay. Traps. Ohne Ende. Ja, ich glaube, die ist noch hinter mir.
Die läuft da auch drunter her, ne? Kann das sein? Ja. Da war doch noch einer. Oder? Mach zu. Schnappeln den Burschen ab hier. Damit es auch warm im Fahrstuhl bleibt, weißt du? Boah, das weckt sämtliche Fluchtinstinkte in mir, ne? Die war jetzt echt. Und ich hab noch. Ich hab noch zwei von denen. Hatte ich zwei Pfeile? Ich glaube schon, ne? Oder einen? Ich glaube, zwei hast du alles draufgeballert. Auf den Gegner, wo ich wieder. Kommt die da? Das gibt's doch nicht. Klar! Hat Steven den Kopf kaputt? Das Spiel ist schon ziemlich knallhart, würde ich mal sagen. Also, kommst du aus dem Fahrstuhl raus, bist du dezent, aber wirklich dezent vielleicht in sie reingelaufen. Es ist nicht ratsam, gegen sie zu kämpfen. Warum fackel ich denn eigentlich wieder ab? Voll ist Muni übrigens, ne? Hab ich voll? Nee. Bist schon da? Ach, das Tor ist zu. Hey, ist sie nicht eben reingekommen? Gerade eben ja. Eigentlich schon, oder? Aber vielleicht, weil du vorher das Tor aufgemacht hast? Nee, nee. Das Tor war auf. Ich bin ja da durchgelaufen. So. Wir sind ja wieder hier, weißt du? Genau, aber da hinten kommt sie ja eh wieder raus. Aber warum? Kann sie jetzt eigentlich ja gar nicht. Ja doch, wenn sie sich da oben durch irgendwelche Körper... Nee, 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 nee. What is it with you? Okay. Go, go, go. Obwohl, die fallen... Ah gut, scheiß drauf, die fallen. Wenn ich die nicht abfackel, guck mal, ob die hier rauskommt. Ich spare mir Streichholz. Ich würde sagen, fahren wir weiter als eben. Jo, siehst du, jetzt kommt sie nämlich da raus. Geil. Run. Hui. Habe ich die Stacheln gerade ausgelöst, weil ich darüber bin? Ja, habe ich. Guck mal, jetzt hat er unendlich. Jetzt hat er Adrenalin, hast du gesehen? Seine Rennanzeige ist nicht runtergegangen. Okay. Nee, ich auch nicht. Da wird noch was kommen. Ja, erstmal die Waffen hier durchladen, schnell. Die Zeit muss sein. Wenn schon so viel Munition hier unterwegs liegt, ne? Das heißt doch wieder nur... Hast du mitgenommen? Achso, das war... Ich kann irgendwie Revolver und Shotgun nicht auseinanderhalten. Munition, oder? Ja. Okay. Noch eine Spritze eingesammelt irgendwo? Nee. So, erst die dicke Wumme. Wow. Ja, wieder. Geh weg. Okay. Ich hab gedacht, er ist nur da, um mich zu erschrecken. Kältebolzen. Mhm. Okay. Habt ihr da einen Checkpoint? Hab ich gerade schon überlegt. Jo, Gott sei Dank. So, muss ich den wegballern oder was? Ob das überhaupt geht. Wo war der hier? Nee. Ja, ist gut. Okay, schießen wir schon mal. Nicht verarschen. Also, kommt jedes Mal näher, wenn du schießt. Keine Ahnung. Ziemlich strange, okay. Das war's schon. Gott sei Dank. Überlebt. Ich will gerne mal wieder da in so einen Spiegel und das Gelumpe da eintauschen. Jo. So, kann ich da zurück? Shadow? He's watching. We can't leave. Okay. Guck mal, das ist doch vom Intro da, oder?
Mir fällt gerade auf. Ich dachte gerade, ich gehe zurück, um zu gucken, was da ist, aber ich glaube, ich gehe den richtigen Weg, weil da, wo das Symbol ja war, ist ja die alte eben. Psst. Mach die Tür doch zu. Geh zurück. Okay. Auch wieder eine unsichtbare? Keine Ahnung. Aber ich gehe jetzt erstmal hier, nämlich zum Spiegel. Bestimmt nichts Wichtiges. Ach, dieses hier, ich hab da und bla. Was ist denn? Necessary for me, my ass. It's been a while since your last visit. Hm. Ach, wuff. So, was wollten wir denn als nächstes? Ich weiß schon gar nicht mehr. Leben ist irgendwie sowieso für den Arsch, habe ich das Gefühl, oder? 110 Sprintdauer. Boah, ich brauche 300 Punkte. Nahkampfschaden. Spritzenwirkung wäre vielleicht nicht schlecht. Komm, drück sie im Kopf. Explosivbolzen. Kann ich da ein... Was heißt das? Ach, die machen mehr Schaden dann. Auskaufen. Granaten. Streichhölzer. Nachladegeschwindigkeit. Oh, Schrotflinte. Schade. Hm. Nee. Ich glaube, da spare ich die 700 Punkte lieber. Und hoffen wir mal, dass dann in der nächsten Runde genug überbleibt. Warst du speichern noch? Dich da eintragen? Nö. Ach. Achso, obwohl, warte mal, wenn ich da wieder verrecke, ist das wieder ein Neumann, hast recht. Geht sie? Wieso mache ich hier immer einen neuen Speicherplatz? Ich kann eigentlich die ganze Zeit das Ding überschreiben. So. Das ist hell. Aufgetreten. So. Shotgun. Ist zu. Irgendwas tröpfelt wieder. Ist das eine? Siehst du das? Ja. Steht da eine? Da ist doch einer am Husten. Da hockt auf jeden Fall einer. Oh, die erkennt man aber echt nicht so gut, ne? Nee. Was, siehst, ah, den siehst du, ne? Man sieht ihn, ja, aber... Wenn wir mein Licht anmachen, dann sieht man wahrscheinlich was. Gott, wieder ein Unsichtbarer. Keine Ahnung. Glaub nicht. War schon ziemlich... Toll, die hätte die Freunde nehmen sollen, ey. Boah, ist das schön mit der, mit der Sicht jetzt, ey. Das ist echt ein mega Unterschied, wirklich. Wunderschön. Naja, aber du fühlst, du siehst wenigstens was, weißt du, wie ich meine? Ja. Also schon ein bisschen. Oh, hab ich die Tür hier auf. Dieses Dings hier in der Luft, siehst du das, was hier so rumfliegt? Das ist nämlich ja so ein bisschen gerade an Stranger Things, ne? Auch so, dass hier. Der läuft auf jeden Fall. Ist der jetzt da oder ist er nicht da? Also, es war einfach. Da! Ich wollte nämlich gerade sagen. Ach, guck mal, der hat so. Ah, okay. Die mit dem komischen. Das sind aber ätzend. Jo, oh, ich schiebe das Ding an der Seite. Ja, klar. Ja, oh, geil. Nein. Boah, wie, der rechts liegt da. Ja, klar. Und ich habe keine Muni, Alter. Ja, doch auf das Ding zu schieben, Mann. Hast du noch Bolzen? Nee, ich hab gar... Achso, warte, kann ich welche machen? Stimmt. Boah, das ist aber echt fies. Wo ist... Ja, auch geil getroffen. Gut. Holy shit. War das dein Gehirn, Junge? Was hier auf dem Boden verteilt ist, wa? Abfackeln.
Plump. Boah, die sind aber richtig fies, ey. Hallo? Oh Gott. Unsichtbar? Ich warte die ganze Zeit, dass irgendwas passiert eigentlich. Mhm. Ich bin auch schon ein bisschen angespannt. Lecker. Das ist aber viel drin, oder? 1000. Nicht, aber ich habe mich erschrocken. Looks like I have to get down. Okay. Aber das ist ein Checkpoint. Müsste eigentlich, wenn ich da runtergehe. Okay. Ih, Ratten. Hm. Tun die mal was? Ohne Puppe. Haut ab. Ja. Das ist auch mal. So Spiele mit so komischen Puppen, ey. Das ist auch ein bisschen. Achso, ich kann wieder auch Muni machen. War das gerade auch eine Ratte, die da lang ist? Welche? Weiß ja nicht, das sah sehr aufrecht aus, aber klein. Wo? Da gerade so hinter dir. Hinter? Siehst du? Ist gerade auch wieder in die andere Richtung. Meinst du den Schatten da? Nee. Aber es könnte auch sein, dass es einfach nur eine Ratte war. Hä? Okay. Ja, war eine Ratte. Ah, okay. So, hier liegt der Kopf, oder was? Schlagen, oder was? Tatsächlich. Anstatt, dass er die Schranktür aufmacht. Hat er nicht mal probiert. Nö, da gehe ich nicht dran. Da hinten leuchtet es rot wieder, ne? Rollpunkt. Wieder mit dem Rolli hier rumeiern. Was? So. Dann gehen wir erst da gucken. Da brauche ich für eine Karte. Natürlich. Locked. Need to find a key card. Wen überrascht es? Boah, das hier jetzt überall so unsichtbar. Da. Oh. Wollte ich gerade sagen, das hier überall so unsichtbar rumeiern, ne? Shit. Wo ist er? Fuck. Hier ist nichts mehr, wo er sich. Wirft deinen Schatten? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Kann mir nicht vorstellen. Ach, oh, ich brauch Kopfhörer, Alter! Oh Gott! Nein, ich hab keine Muni! Oh, verdammt! Oh, Scheiße! Boah, die sind aber mal richtig assi, die Gegner. Wer denkt sich denn sowas aus? Holy. Und ich kann die einfach umgehen, vielleicht. Einfach. Klingt jetzt nach mehreren, oder? Und ziemlich schnell. Das wird auch nicht der Einzige sein, glaube ich, hier. Nee. Nee, ich glaube, das ist einer neben mir. Irgendeiner läuft hier. Yep. Okay, einfach weiter. Einfach weiter. Burn, Baby. Okay, das burnt mich. Irgendwer klopft an. Nimm mit. Krankenschlüsselkarte, okay. Jo, geil. Jetzt muss ich den Weg zurück. Das war so klar. Reingekommen, jo. Der ist er, oder? Der ist einer. Fuck. Oha, hinter dir. Hat er das schon Gehirn? Muni. So Zeit muss er. Den siehst du ganz leicht, weil die Luft da. Hast du das gesehen? Ja. Das hat so leicht verschwommen gewirkt. Oh, fuck.
hämmert doch hier an die Tür, oder? Oder an die andere. Das ist die Musik. Ruf! Oh, vor allem drehst du dich um und siehst deinen eigenen Schatten hier so, ne? Alles mitnehmen. So, warte. Erstmal noch einen Bolzen machen hier. Solange ich noch kann. Habe ich nachgeladen eigentlich? Ich glaube ja. Steht da der Spasti wieder? Jo. Okay, auch den Schießen brauche ich eigentlich nicht. Der kommt sowieso noch näher dann. War ich nicht vorhin noch in einem Wald eigentlich? Mhm. Da fand ich es fast schöner. Ja, eigentlich schon, oder? Also hier die Unsichtbar. Was sieht denn so komisch aus? Hier? Jetzt? Hallo? Ja, ich bin irgendwie die Zelle und die Tür ist auf einmal weg. Kann ich nichts sehen? Hä? Ich bin mir nicht sicher, ob das so sein soll oder was. Ich habe vorhin auch gedacht, das wäre ein Grafikfehler, dass der eine irgendwie nicht angezeigt wird. So. Ja, aber guck mal, die Symbole werden klar angezeigt. Ja, ja, schon, ne? Schon. Kann ich irgendwas machen? Ne, ich kann auch nicht. Tür ist wieder da. Okay. Auch irgendwas zum Gucken oder so? Ja, ich guck nur gerade hier. Assimilation of subject's consciousness. Initial symptoms: sharp pain and brainstem at centered on insertion point. Followed by gradual onset of hemorrhaging as capillaries dilate. Over time, degradation of the ego generates strong suicidal tendencies. They lose who they are and become clay, completely reshapable in my image. But not me. Something keeps me from staying completely within. So, gucken wir mal an hier. Was? Irgendwie zwei Symbole, ne? Mhm. Welche Zellen? Ohne und so. Brain Device. So das Ding, was ich mir in meinem Kopf rahme, oder? Ich glaube ja. Eine Krankenschwester. Oh. Das habe ich gedrückt. Da frage ich mich immer, wäre jetzt was anderes passiert, wenn ich den anderen Knopf gedrückt hätte? Achso, jetzt kann ich hier überall rein, oder was? Okay. Da liegt der nächste. Fresse, ey. Mit euch denn falsch? Achso, muss ich jetzt wieder nach irgendeinem. So- Habe ich jetzt richtig gemacht eben? Oder? Nein, ich guck mal auf das. Frage ich mich echt gerade, oder ob es super war. Er liegt. Ich kann nicht wissen, was es ist. Ich glaube, könnte. Okay. Achso, ich kann ja auch abbrechen. Warte mal, ich guck mal, was da für Symbole sind. Weil ich habe Angst, dass der sonst aufsteht.
Achso, mit 4 oder mit 3? Okay. Mhm. Ich glaube mit... Oh, mit 3. Ich hätte falsch gedrückt. Weil ich glaube bestimmt, dass dann, wenn du falsch drückst... Okay. Kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Okay. Zweimal Blut haben wir schon. Ich will ja nicht reingucken. Boah, das war schon ganz schön abgedreht, ne? Muss ja ganz ehrlich sagen. Das ist ziemlich abgedreht. So, was suchen wir? Eine Sonnenblume und irgendeine andere Blume. Sonnenblume, ne? Aha. Ne, wo, hast du es gesehen oder was? Da. Ah ja. Diese schöne Musik wieder, ne? Ja. Hey, kann ich das speichern? Ach, schade. Also Sonnenblume, ne? Yep. Zing. Hallo? Komm hier raus. Ah, jetzt. Wirklich richtig war? Keine Ahnung. Aber da ist jetzt eine Tür. Doch, das war richtig. Muss richtig gewesen sein. Eine Lampe? Ne, die ist an. So, also eine Taschenlampe wäre schöner als hier so ein, eine Zelda-Leuchte. Mhm. Ist er da? Das ist doch der, mein Partner da sozusagen. Der im Auto mit war am Anfang, weißt du? Schon so lange her, ich kann mich nicht mehr erinnern. Echt? Na, der hier. Joseph. Stimmt. Sieht auch gemütlich aus. So eine Nackenlehne in der Badewanne. Mhm. Thank God you're okay. I don't know what I am. But it's definitely not okay. What have you brought me here? Jesus, what happened? My head feels like... Like... Do you hear that? We need to get out of here. Can you move? Yeah. Joseph. Oh nein. That's much better. Hat denn der da drauf gelegen? Keine Ahnung. Irgendein Organ oder sowas, ne? Was? Was wie? War ein sehr großes Organ. Ja. Also nicht, dass das jetzt so im natürlichen Vorkommen irgendwie. Auf jeden Fall ist da irgendwas drin. Das sieht ein bisschen eklig aus. Mhm. Ist er jetzt die ganze Zeit mit dabei oder was? Oh, bitte nicht so eine Partnergeschichte hier, ey. Da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Bei den Viechern, dass ich mich jetzt nur um den kümmern muss, ey. Außer wenn er mir hilft, da ist schon wieder Blut auf. Okay, du kannst das Blut anzünden. Mhm. Warte mal, ob das eine mal unter so einer Decke herkommt. Mhm. Leer. Voll. Voll, naja, aber... Das ist wie wenn der Rucksack voll ist. Genau. Okay. Viel zum Heilen. Also, viel zum Heilen. Oh, oh, darauf habe ich gewartet. Ich wollte gerade sagen, irgendwo wird bestimmt einer drinstehen. Und natürlich okay. Auch in einer der letzten, ne?
So, das heißt doch bestimmt, dass gleich wieder Action geht. Ja, Waffen hier durchladen. Bolzen steckt. Sehr gut. Spritzen habe ich immer noch keiner, ne? Doch. Ich habe auch nie volles Leben in dem Spiel. Also das ist eins der wenigen Spiele. War ich dein Partner? Psst. Ist der gerade gefressen? Läuft da wieder einer rum? Oh fuck. Oh. Ich kann nicht schießen. Nein, warum schieße ich denn auch? Ich bin so dumm. Warte, weißt du was? Nee. Komm, tötet mich. Oder ich hätte vielleicht auch rennen können. Nee, das war jetzt anders. Ich hätte nicht schießen dürfen. Warum töte mich doch jetzt? Mach doch einfach weiter. Nee, ich will das nochmal probieren. Ich will gucken, ob ich die irgendwie ranlocken kann. Das ist sowieso gespeichert, spielt keine Rolle. Okay. Weil ich möchte wissen, ob ich die ranlocken kann. Und dann praktisch halt so im Stealth-Modus, weißt du, wegmachen kann. Mhm. Weil jetzt, die sind nur aufgestanden, weil ich geballert habe, wie so ein Bekloppter. Uff, Junge. That's much better. So. Ja, das ist die Frage, ob dein Partner dann ballert, ne? Kann ja kaum laufen, der ist jetzt schon am Kotzen. Der hat ja gerade geballert auch. Let's get out of here. Echt? Ja. So, so. Ja, guck mal, das zweite ist gar nicht gruselig. Nicht erschrecken. Oh. Eiskalt. Ah, ne. Hier nichts. Da. Ah, guck mal. Die muss ich jetzt... Soll ich die jetzt echt anzünden? Gut, wenn die Bekloppte da rumschreit, kann natürlich sein, dass die auch aufstehen. Mhm. Und dann bin ich eh weg, oder? Dass die da liegen. Ein Gammler. So. 700 Tacken in der Tasche. Ah ja, der hat eine Knarre, ne? Mhm. So. Nochmal stealthy-like. Darf ich eine Waffe dafür in der Hand haben? Ich weiß gar nicht. Lag hier eine... Ah. Jetzt frage ich mich halt wieder, mit so einem Typen dabei, sieht die den oder ignoriert die den? Das ist nämlich immer die große Frage in solchen Spielen. Okay. Macht keinen Unterschied. Sie schreit, alle stellen auf. Er ballert. Okay, hätte ich doch laufen können. Achso, warte, komm. Warte, komm nicht. Da ist gar kein Blut, das ist Benzin außerdem. So, du bleibst schön auf der Seite. Oh, habe ich nein. Mir fast gedacht. Was ist denn das für ein Idiot? Ich hasse solche Spiele. Oh fuck, das Feuer ist aus. Hello. Ich will mich nicht um den. Ich will mich nicht um den kümmern müssen, habe ich keinen Bock drauf. Nee, das ist doch hier kein. Der soll selbst auf sich aufpassen. Ich will nicht die Verantwortung für den übernehmen müssen. Hier wieder Händchen halten, der soll zusehen, wie er da klarkommt mit seinem Leben. Ich chill mich jetzt hier in so einen Massagesessel. Hey, das ist. Oh, da hängt einer. Da hängt einer. Hier ist besetzt! Alter, bist du unhöflich, ey. Dafür fackle ich jetzt seinen Freund ab. Hier. Bam, schön, wie das Gehirn an der Wand klebt. Ja, ist geil. Oh Gott. Also da kam... Oh, guck mal, der hat Muni gedroppt. Ja, hat's ja gelohnt. So. Ach, guck mal, er hat's auch geschafft. Siehst du, einfach ignorieren und weitergehen. Manche Probleme lösen sich von ganz alleine. Noch besser. Gerade wenn's Freunde in Not sind, da so. Mach mal, ich geh schon mal kurz weiter, ne? Eine Hilfe brauchst, ruf laut. Mit dir ist Zombie-Apokalypse nichts. Doch. Die Krankenschwester brauche ich, das ist wichtig. Ach so. Die Nadel da rein, genau. Drücken. Dann kann ich mich auch upgraden, wenn ich Gehirne finde. Das mache ich täglich. Warum würden sie eine Bombe wie das? Do you think we can get past it? Stand back. Oh, Entschuldigung. Ich kann es disarmen. Lass dir Zeit, es werden gleich eh nur Gegnerhorden von oben kommen. Ich gehe schon mal in Position. Na gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass er wieder sagt, ich brauche noch ein paar Sekunden. Und dann kommt die Horde da runter, dann muss ich die aufhalten, so wie... Oh, den heilen können gerade.
Okay. Was sagen? Gott sei Dank brauche ich dem nicht mehr helfen. Das ist eine Erleichterung. Das machen weg. Joseph, after Connelly, I thought. Hey, Timo. I haven't been feeling well, but look, let's just get out of here. There's something wrong with this place. Yeah. Okay. Ich hätte ihn, glaube ich, weggemacht. Also, weiß ich nicht. Ja. Dem wächst irgendwas Komisches aus der Haut. Er will mich fressen. Dann setzt er sich die Brille auf und alles ist wieder gut. Oh, ich glaube, wir kommen raus. Ah, unten Dingspunkt. Kann ich ausrasten, geil. Man merkt die Freude echt an. So. Platz, wo bist du? Diese Helligkeit ist echt schon ein bisschen übertrieben. Na, passt da was nicht? Das finde ich aber auch irgendwie cool, dass es jedes Mal irgendwie anders ist. Mhm. Dass er auch immer woanders auf, also halt so anfängt und dann irgendwie so völlig verwirrt ist teilweise. Wie man gerade sieht. Ich dachte, hier wäre die Tür. Ich bin selber verwirrt. Hatte ich nicht noch so einen Schlüssel? Ah, hier war die Tür. Ich hab doch... Ja, den anderen habe ich auch nicht mehr bekommen, fällt mir gerade ein. Der da runtergefallen ist, weißt du? Ja, der genau, dann den einfach du gesucht weg war. Hast, ne? Jo. Ich habe auch nochmal geguckt danach nämlich, der war auch nicht mehr oben drauf, also... Okay. So. Sprinten. Shabam. 1600. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit, Munition, Genauigkeit. Hä? Ich habe nur noch die Knarre. Warum? Siehst du? Ich hatte vorhin noch oben zur Auswahl Schrotflinte. Kannst du das nicht mit LS, kannst du das nicht Waffe auswählen? Ah, jetzt. Doch. Aber die waren eben gar nicht da. Okay. So, Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit, kritisch. 10% kritischer Treffer. Ist es fast wert, würde ich sagen. 1500 mal auch schnell wieder zusammen. Habe ich mir gerade den Kopf gedrückt. Nicht schlecht. Ich guck mir das schon genau ab. Mhm. So, Rennen ist gerade nicht, scheinbar. Einschreiben kann ich mich auch nicht im Tagebuch. Hier überhaupt raus? Warum ist denn die Tür hier zu? Das ist auch neu. War ich hier nicht jetzt schon mal drin überall? Waren einfach nur leere Zellen, ne? Oh, da steht die Schwester. Hä? Fehlt da der Hintern? And not a single discharge. Ist das jetzt auch wieder Absicht, oder? Da bin ich mir jetzt auch nicht manchmal sicher. Manchmal bin ich mir... Also... was? Okay, ich kann da nicht raus. Ja. Let go of me! Let go of me! Schon geil gemacht. Also. Fein, 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 fein. Leslie. Ja. Aus, ne?
Das klingt nicht gesund.